Tag 7. Die Sonne geht auf. Ein schöner Tag beginnt. Diese Stille. So angenehm, nur das Vogelgezwitscher am frühen Morgen. Herrlich. Moin moin zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ein bisschen mal die Ruhe gesprengt. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, jetzt den komischen Kreischer hier irgendwie ausfindig zu machen. Den Plan verwerfen wir jetzt erstmal. Lasst ihn kreischen. Soll mir total Rille sein. Ich habe Bock auf eine Armbrust. Was braucht man für eine Armbrust? Natürlich Metall. Wo kriege ich Metall her? Tja, das weiß ich selber noch nicht so genau. Da ich nicht weiß, was ich da drüben jetzt noch gelassen habe, ich voll Pfosten vom Dienst. Allmählich sollte ich mir das hier mal echt angenehmer, komfortabel. Achso, okay. Wie habe ich das denn hier gemacht? Gut. Das sagt schon mal einiges. Jetzt kommt nämlich was ganz Witziges. Gorondor findet den eigenen Eingang nicht. Hatte ich nicht mal eine Leiter hier hingesetzt? Scheinbar nicht. Dann holen wir das mal nach. So. Warten wir einen Moment. Fallerie, Fallera. Es ist so still hier. Na, perfekt. Ich habe noch gar keine Leiter gebaut. Das erklärt natürlich einiges. Sekunden für die paar Sprossen. Ach komm. Ernsthaft? Du kommst raus. Ich glaube aber, da werden ein paar mehr nötig sein. Gut, wir setzen die erstmal. Also, bis dahin muss ich mindestens. Und weil ich keine Lust habe, dass hier irgendjemand Schindluder treibt. Und ich noch genügend Holz da habe. Das war nicht geplant. Ja. Genau das wollte ich nämlich eigentlich nicht. So. Und nicht anders. Dürfte reichen, oder? So, jetzt aber. Komm, seh zu. Ja, von mir aus sammle ich die Chrysanthemen auch ein. Das ist... Ah. Stimmt ja. Tata! Liebling, ich bin zu Hause. Dann hauen wir gleich mal rein. Wir werden nämlich auch die ganzen Kochtöpfe einschmelzen, auch wenn das momentan noch nicht so viel bringt, aber das bringt zumindest ein bisschen was. Da werde ich aber wohl noch ein bisschen benötigen. Ich möchte aber ungern da einen ganzen Log reinschmeißen, wenn der nicht nötig ist. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Oh, doch, könnte ein bisschen was werden. Ich habe natürlich jetzt auch die ganzen Couch-Garnituren nicht mitgenommen. Die hätte ich jetzt super hier verfeuern können, genauso wie die... Nee, ich glaube, die brennt nicht, ne? Nein, schade. Es hätte ja funktionieren können. So, alleine aus diesem Grund möchte ich mich schon in einer Höhle einquartieren. Da finde ich wenigstens Eisen. Das heißt, diese Folge...
Werde ich ein Problem kriegen, weil ich die Stoppuhr nicht aktiviert habe. Haha. Du Blödmann. Aber nun gut. Das soll jetzt kein Beinbruch sein. So. Da kommt eins hin. Wie war das jetzt? Ich habe es eben noch vor Augen gehabt. Da. Dann kommt da und da. 1, 2, 3, 4. Ernsthaft? Ach. Ja, so schnell kann es passieren. Wegen einem blöden Stock. Nun aber. Aha, ich brauche ja dann auch noch neue Dingenskirchen hier. Na, sag schnell. Brauche ja einen Bolzen. Keine Pfeile. Welch ein Glück, dass ich auch dafür schon alles da habe. Fast alles. Ich muss nach Haus. Nach Haus, nach Haus, nach Haus. So. Und so. Und. Ich habe da doch jemanden stöhnen gehört gerade. Naja. Mir soll es recht sein. So, was habe ich denn hier noch? Was habe ich, was habe ich, was habe ich? Ich habe mehr als genügend Steine. Ich habe soeben beschlossen, ich habe auch mehr als genügend Sticks. Aber ich glaube, ich habe keine Feder mehr irgendwo hier parat. Der war leer, der war leer. Ja, das hat einen Grund, warum ich hier nachgucke. Auch wenn ich in der letzten Folge schon mehr als genügend nachgeguckt habe. Und eigentlich wüsste, dass ich nichts habe, außer der Kram, der hier drin ist. Und da ist nun mal nichts drin. Aber ich kenne mich. So. So und... So. Sind immerhin 60 Bolzen. Damit werden wir uns jetzt gleich auf eine kleine Kundtour geben. Das hat schon immer so lange gedauert. Naja, gut, was soll's. Wo gehen wir denn mal jetzt am besten hin? Wir werden hier den Bereich einmal auskundschaften. Das heißt, die Blickrichtung war eben schon korrekt. Da geht's lang. Vielleicht habe ich Glück und ich finde hier in der Nähe der Stadt irgendwo eine Höhle. Und wenn ich noch mehr Glück habe, und ich hoffe, dass ich das habe, hallo? Naja. Dann finde ich sogar eine Höhle, die gleich passend für meine Bedürfnisse ist. Das heißt also insofern, dass sie nicht zu steil bergab geht. Ja. Das finde ich jetzt hier interessant, muss ich ehrlich sagen. Ach komm. Ach, sag einmal, du alte Gewitterziege. Stirb. So, wo ist der nächste Spacko? Da, hinterm Baum verstecken. Findest du dich nicht ein bisschen feige? Okay, leider keine Höhle, aber trotzdem ein sehr interessanter Bereich, den ich definitiv im Auge behalten werde. Da kann man noch so die ein oder andere kleine Schweinerei mitmachen. Auch keine Höhle im eigentlichen Sinne. Ich wage auch zu bezweifeln, dass das da tief runter geht.
wollte gerade sagen. Teilweise sind die Höhleneingänge, die ich jetzt so mal gefunden hatte, ziemlich unterschiedlich. Also ich habe wirklich Höhlen gehabt, da hat man nicht so wirklich schnell gesehen, dass das eine Höhle ist. Dafür erkennt man die Stinke-Zombies. Habt ihr euch an meinen Hasen vergriffen? Wart ihr das? Und am Hirsch, sag mal. Schon mal was von Arterhaltung gehört? Das ist meine Aufgabe. Upsala. Ich hab nichts gesagt, du darfst. Nein, darfst du natürlich nicht. Verschimmeltes Brot braucht kein Mensch. Ich nehm's trotzdem mit. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Ich könnte ja irgendwann mal richtig Bock auf verschimmeltes Brot haben. Soll ja verdammt lecker sein. Oh komm. Ja, irgendjemand kloppt hier. Wo denn? Wo denn, wo denn, wo denn? Nein, auf den Hirsch habe ich jetzt keine Lust. Irgendwo habe ich mir hier ein blödes Biom ausgesucht. Wir sind ein bisschen knapp an Höhlen. Und wow, wo sollte der denn hingehen? Hallo? Ja, das mit der Flugkurve muss ich noch üben. Schrei mich nicht an. Wo immer du auch sein magst. Wo bist du? Ach, da. Du bist ja lustig. Meiner, hätte ich Angst vor dir gehabt. Oh. Da habe ich dich für größer gehalten, als du eigentlich warst. Was soll's? Immer noch alle mal Fehler. Sollte ja auch jetzt nicht diskriminierend sein. Kann ich ja nichts dafür, dass du so Winzling bist. Außerdem positiv sehen. Aus diesem Grund habe ich den Zombie verfehlt. Weil er ein Winzling ist. Ich habe trotzdem keine Höhle. Aber massenhaft Vogelnester. Das entschädigt zwar jetzt nicht so ganz, aber es ist zumindest besser als... Naja, gar nichts. Keine Höhle. Gehen wir mal hier runter. Ich bin ja jetzt ein bisschen scharf drauf, eine Höhle zu finden. Da brauche ich nicht längs laufen, da habe ich schon alles. Ich möchte ja schließlich was Neues entdecken und nicht altbewährtes wieder auffrischen. Huch. Schnuckel. Ja, das war mein Fehler, da habe ich die Maus verrissen. Ach komm. Ganz schön viele tauchen hier jetzt wieder auf. Habe ich was verpasst? Habe ich irgendeinen Zombie-Feiertag vergessen? Familie eingeladen. Okay. Wir bewegen uns mal in neues Gebiet. Ich kann noch kein Schwein vorbeilaufen lassen, das geht einfach nicht. Aber die Kollisionsbox ist hier wirklich... Leute, seht ihr das? Und erzählt mir jetzt nicht, ich treffe das Schwein eigentlich nicht. Wo soll ich es denn sonst treffen?
Noch dichter ran kann ich nicht. Das heißt, wenn das Vieh läuft, hat das eine ganz ekelhafte Kollisionsbox. Oder man darf es nicht von hinten treffen. Scheinbar darf man es wirklich nicht von hinten treffen. Was für eine Sauerei. Och, ernsthaft? Naja, Tabletten. Jetzt habe ich mir schon Crossbow gemacht mit seinem Bolts dazu und ich benutze trotzdem hier den Bogen. Den werde ich jetzt aber auch noch so lange benutzen, bis der in eine Binsen geht oder bis ich keine Pfeile mehr dafür habe. Bin gespannt, was zuerst eintrifft. Ich glaube, ich habe zuerst keine Pfeile mehr. Habe ich gleich ein Foto fürs neue Thumbnail. Moment. Perfekt. Wo loote ich das Ding jetzt? Dann mache ich hier noch ein Foto. Aber so. Nett. Wirklich hübsch. Und gelenkig. Du bist im Wasser. Eine Wasserleiche. Wie niedlich. Da ist ein Rucksack. Ich möchte hier runter. Ich möchte es aber nicht riskieren, hier jetzt gerade runter zu springen. Ach komm. Ja, mir gehen definitiv zuerst die Pfeile aus. Und schon wieder verschimmeltes Brot dabei. Na gut. Achso, ja, ich sollte wechseln. Kommt gesünder. Ja, Schatzi, ist doch gut. Okay, wir haben 59 Pfeile, also 60. Warte, wir haben 59 Pfeile, also 60. Ich bin der König des Aufrundens. Ich vermisse ja so einen kleinen roten Zielpunkt. Und ich hätte ganz gerne jetzt eine Höhle. Ich möchte nämlich ungern wieder bis ganz hier hinten hinlatschen, nur um dir eine Höhle in Beschlag zu nehmen. Die, nebenbei bemerkt, echt scheiße war. Außerdem habe ich echt verdammt lange keinen Kontakt mehr zu einem Feral-Zombie gehabt und den hätte ich jetzt ganz gerne. Und da diese ekelhaften Glubsch-Kollegen bekannterweise nur in Höhlen zu finden sind, mir ist jedenfalls noch keiner irgendwie hier außerhalb begegnet. Och komm. Ja, wenigstens gleich Level 13. So gehört sich das. Ich weiß jetzt auch nicht, muss man bei der hier auch ein bisschen zur Seite zielen? Ich weiß nicht, wo der jetzt getroffen hat. Ich glaube, da muss man auch weiter zur Seite zielen. Kann das angehen? Könnte mir das mal bitte jemand in den Kommentaren bestätigen bzw. verneinen? Ach, was soll's, bis das Video rauskommt. Habe ich es entweder selber herausgefunden, ohne das jetzt negativ auf die Abonnenten abzuwälzen. Oder aber ich habe es im Livestream nochmal gefragt. Das kann natürlich auch sein. Würde mich aber trotzdem interessieren. Also ich glaube, ich muss hier wirklich ein ganzes Stück... Ja. Oh, aber ein gewaltiges Stück weiter links. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich
bin verwirrt, Hilfe. Wie spät ist das eigentlich? 13 Uhr? Da geht doch noch was. Ich glaube, wir sind auch gleich schon wieder am Ende einer Folge, oder? Okay. Also ich glaube, ich werde hier kein großes Glück mit den Höhlen haben. Was ich ziemlich schade finde. Psst. War ich doch der Meinung. Dass ihr immer so rumjaulen müsst. Kilometer weit darüber. Okay, wir laufen jetzt wieder in Richtung Stadt zurück. Ich kann nur wirklich hoffen, dass ich da auf dem Weg irgendwo was Hübsches finde. Wenigstens geht's mit der Armbrust schnell. Das arme kleine Schweinchen. Du arme Sau, wirst mich lange ernähren. Unglaublich, nicht eine Höhle hier. In was für einem verkackten Biom bin ich denn hier gelandet? Ist doch nicht wahr. Halt einen Sabbel. Du auch. Ihr nervt. Ja, ich bin genervt. Ich will eine Höhle haben. Verdammte Axt, das kann doch nicht so schwer sein. Habe ich jetzt hier irgendwo eine Höhle übersehen? Was ist das? Was ist das? Keine Höhle. Und wenn, keine besonders schöne. Glaubt der ernsthaft, der kann weglaufen. Da. Nice try, Buddy. Ich geh da trotzdem mal hin. Auch wenn es keine Höhle ist. Es könnte ja eine Höhle sein. Oh. 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 Jetzt wärst du aber hier lustig. You're unbelievable. Wo war das Mistvieh jetzt? Geil. Das kriege ich kein zweites Mal hin. Und ihr wart live dabei. Naja, halbwegs live. Oh. Naja. Auch nicht so übel jetzt gewesen. Fällt nicht auf, wenn ich eins mehr drin habe. Doch, ich glaube, ich mag die Armbrust wieder. Der große Hype um den Bogen ist vorbei. Aber sowas war vorbei. Die Bolzen sind natürlich auch stärker, ist klar. Okay, nee, das war das. Alles klar. Okay, Leute, keine Höhle in der Nähe. Scheiße. Das finde ich jetzt nicht wirklich schön. Das heißt, wir müssen uns wirklich mal rüsten. Das machen wir aber erst nach Tag 8. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich werde in der nächsten Folge, wenn ich dran denke, irgendwie so, noch ein bisschen mehr Holz sammeln. Weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass ich zu wenig habe.
Und dann werden wir mal einen ganz, ganz langen Marsch machen, nämlich hier in die Prärie zurück, weil ich in der Prärie das echt toll finde. Ich würde gerne das ganze Biom einmal so halbwegs erkundigen. Vielleicht machen wir auch trotzdem nochmal einen Abstecher hierhin, wer weiß. Könnte man wagen. Könnte man wirklich wagen. Ich renne jetzt zum Haus zurück und werde die Folge aber schon mal beenden. Nö, werde ich nicht. Ich werde die oben beenden. Ein bisschen Ordnung muss ja auch sein. Na, hallo. So. Okay. Ich werde das ganze, den ganzen Kram hier jetzt so langsam einsortieren. Werde noch ein paar Bolzen machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.